Die Essenz dieses Magnetismus liegt darin, präsent zu sein und sich nicht an bestimmte Ergebnisse zu klammern. Wenn sie ungebunden sind, sind sie frei von der Sorge, was andere denken. Diese Freiheit verstärkt ihr natürliches Charisma und macht sie attraktiver für Gelegenheiten und Menschen gleichermaßen. Das Universum reagiert auf diese Energie und bringt Fülle und Freude in ihr Leben. Die Heilung von Anhaftungen ist ein entscheidender Schritt auf dieser Reise. Er beginnt mit der Bewusstwerdung, dem Erkennen der Anhaftungen, die sie binden. Diese Anhaftungen sind energetische Blockaden, die geheilt werden müssen. David Hawkins betont in seinem Buch Loslassen, dass der Akt des Loslassens dieser Anhaftungen ihre Schwingung anhebt. Wenn ihre Schwingung ansteigt, richten sie sich stärker auf den Fluss des Universums aus und lassen mehr Liebe, Freude und Fülle in ihr Leben. Denken Sie an den Fall einer Mitarbeiterin, die eine bemerkenswerte Veränderung in ihrem Leben erlebte. Als sie alleinstehend war und eine Beziehung suchte, wurde sie kaum beachtet. Als sie jedoch eine Beziehung einging und ungebunden wurde, geschah etwas Magisches. Sie suchte nicht mehr verzweifelt nach Bestätigung, sie genoss einfach ihr Leben und ihre Beziehung. Innerhalb weniger Wochen wurde sie von mehreren Menschen angesprochen, die von ihrer neu entdeckten Anziehungskraft angezogen wurden. Diese Verwandlung veranschaulicht die Macht der Nicht-Anhaftung. Wenn Sie das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung loslassen, schaffen Sie einen Raum, in dem wahre Verbindung und Fülle in Ihr Leben fließen können. Ihre Energie wird zu einem Leuchtfeuer, das die richtigen Menschen und Gelegenheiten anzieht. Der Prozess der Heilung von Anhaftungen und der Annahme von Nicht-Anhaftung ermöglicht es Ihnen, in Ihre wahre Kraft zu treten und Ihr Leben auf eine Weise zu verändern, die Sie sich nie vorstellen konnten. Die Schwierigkeit, loszulassen, liegt nicht in den Gegenständen oder Menschen selbst, sondern in den Geschichten, die wir mit ihnen verbinden. Die Bindung an einen Ex-Partner wird zum Beispiel durch die Erzählungen genährt, die wir über die Beziehung erschaffen. Diese Geschichten verleihen der Person eine Bedeutung, so dass es schwierig ist, sie loszulassen. Wenn wir verstehen, dass es die Bedeutung ist, die wir diesen Bindungen geben, können wir beginnen, uns aus ihrem Griff zu befreien. Die Motivation wird von den Prinzipien von Lust und Schmerz bestimmt. Wir streben nach dem, von dem wir glauben, dass es uns Freude bereitet, und vermeiden das, was wir als Schmerz empfinden. Dieser Mechanismus erklärt, warum Anhaftungen fortbestehen. Sie sind mit dem Vergnügen verbunden, das wir erwarten, oder mit dem Schmerz, den wir fürchten. Indem wir unsere Wahrnehmung verändern und Vergnügen mit Nicht-Anhaftung verbinden, können wir unsere Motivationen neu verdrahten und Freiheit finden. Wenn wir diese Schichten der Anhaftung entwirren, betreten wir einen Raum tiefer Befreiung. Auf der Reise des Loslassens geht es nicht darum, etwas zu verlieren, sondern darum, alles zu gewinnen, was wirklich wichtig ist. Lassen Sie sich auf den Fluss des Lebens ein, vertrauen Sie dem Universum und beobachten Sie, wie sich Ihre Realität auf magische Weise verändert. Liebe in ihrer wahrsten Form ist ein gegenseitiger und gesunder Austausch von Energie. Die Anhaftung an ungesunde Dynamiken spiegelt jedoch oft Muster wider, die wir in der Kindheit gelernt haben. Stellen Sie sich die Liebe als einen Tanz vor, bei dem sich beide Partner in Harmonie bewegen und jeder Schritt von Vertrauen, Respekt und echter Zuneigung geprägt ist. Doch viele verstricken sich in Beziehungen, die alte Wunden und vertrauten Schmerz wiederholen. Diese Bindungen sind keine wahre Liebe, sondern das Echo vergangener Erfahrungen und binden uns an einen Kreislauf des Leidens. Um Liebe neu zu definieren, müssen wir nach innen schauen und das innere Kind heilen, indem wir die Muster loslassen, die uns nicht mehr dienen. Nur dann können wir unser Herz für die reine, bedingungslose Liebe öffnen, die wir verdienen. Bei der Nicht-Anhaftung geht es nicht darum, Emotionen zu vermeiden, sondern sie anzunehmen und vollständig zu verarbeiten. Stellen Sie sich Ihre Emotionen als fließende Flüsse vor, die ihren Lauf nehmen müssen. Wenn wir diese Flüsse blockieren, stagnieren sie und verursachen emotionales und spirituelles Unwohlsein. Heilung erfordert, dass wir tief in diese Gewässer eintauchen, jede Strömung und jedes Plätschern spüren und der Energie erlauben, sich durch uns zu bewegen.
Indem wir unsere Emotionen ehren und ihnen Raum geben, gefühlt zu werden, ermöglichen wir wahre Heilung. Dieser Prozess verwandelt Schmerz in Weisheit, Kummer in Stärke und Angst in Liebe. Durch diese alchemistische Reise des Fühlens und Heilens befreien wir uns von den Ketten der Anhaftung. Anhaftungen, auch solche, die uns Leid bringen, haben oft ihren Preis. Diese Vorteile können der Komfort der Vertrautheit, die Illusion der Sicherheit oder das vorübergehende Hochgefühl der Bestätigung sein. Stellen Sie sich diese Anhaftungen wie goldene Käfige vor. Sie mögen glitzern und glänzen, aber sie beschränken uns auf eine begrenzte Existenz. Die Vertrautheit bestimmter Emotionen, auch negativer, kann unwiderstehlich sein. Wir klammern uns an sie, weil sie bekannt sind, und in ihrer Vorhersehbarkeit finden wir ein perverses Gefühl der Sicherheit. Um uns zu befreien, müssen wir diese Vorteile als das erkennen, was sie sind. Illusionen, die uns davon abhalten, die grenzenlose Freiheit und Freude zu erleben, die jenseits unserer Anhaftungen liegen. Indem wir mutig ins Unbekannte gehen, bauen wir die Käfige ab und breiten unsere Flügel aus, um die unendlichen Möglichkeiten eines in wahrer Freiheit gelebten Lebens zu ergreifen. Im mystischen Tanz der Existenz gibt es einen tiefgreifenden Unterschied zwischen Anhaftung und Nicht-Anhaftung. Bei der Ungebundenheit geht es darum, dem Universum zu vertrauen und uns vom natürlichen Fluss des Lebens leiten zu lassen. Es ist, als würden wir auf einem ruhigen Fluss treiben und darauf vertrauen, dass die Strömung uns dorthin führt, wo wir sein müssen. Dieses Vertrauen öffnet uns für die unendlichen Möglichkeiten des Universums und erlaubt uns, uns mit Anmut und Leichtigkeit zu bewegen. Losgelöstheit hingegen ist wie ein Damm, der den Fluss blockiert und den natürlichen Lauf unserer Gefühle verhindert. Es ist ein Zustand der Vermeidung, in dem wir uns von unseren Gefühlen abkapseln und uns nicht voll auf das Leben einlassen. Losgelöstheit schafft eine Barriere und isoliert uns von der lebendigen Energie, die uns alle verbindet. Nicht-Anhaftung ist der Schlüssel zu wahrer Präsenz. Sie erlaubt uns, im Augenblick zu existieren, unbelastet von Vergangenheit oder Zukunft. Wenn wir ungebunden sind, werden wir wie ein klarer Spiegel, der das Leben so reflektiert, wie es ist, ohne Verzerrung. Diese Präsenz ist magnetisch und zieht mühelos Menschen und Gelegenheiten zu uns. Es ist ein Zustand des Seins, in dem wir unsere Gedanken und Muster beobachten, ohne uns mit ihnen zu identifizieren, und der uns erlaubt, das Leben in seiner reinsten Form zu erleben. Losgelöstheit hingegen schafft Mauern um uns herum. Es ist, als lebten wir in einer Festung, sicher, aber isoliert, abgeschnitten vom Reichtum der menschlichen Erfahrung. Losgelöstheit hindert uns daran, uns ganz auf den gegenwärtigen Moment einzulassen und macht uns weniger anziehend und distanzierter. Unser Glück ist oft eine Geisel, weil wir an bestimmte Ergebnisse gebunden sind. Wir erzählen uns Geschichten und erstellen Programme in unserem Kopf, in denen wir glauben, dass unser Glück davon abhängt, bestimmte Ziele zu erreichen oder bestimmte Dinge zu besitzen. Diese Anhaftung an Ergebnisse ist wie die Jagd nach Schatten, die immer nur unerreichbar sind und uns ständig unbefriedigt lassen. Um wahres Glück zu finden, müssen wir uns von diesen Geschichten und Programmen lösen. Stellen Sie sich einen Vogel vor, der in einem Käfig gefangen ist und sich nach dem offenen Himmel sehnt. Indem wir unsere Anhaftungen loslassen, öffnen wir die Tür des Käfigs und können frei auffliegen. Programmierungen loszulassen bedeutet, die Schichten konditionierter Überzeugungen und Erwartungen abzustreifen, die unsere wahre Natur verdecken. Es ist eine Rückkehr zu unserer Essenz, in der Glück nicht etwas ist, das erreicht werden muss, sondern etwas, das wir in jedem Moment erleben. Wenn wir uns die Nicht-Anhaftung zu eigen machen, stellen wir fest, dass das Glück nicht im Ziel, sondern in der Reise selbst liegt. Es liegt in den einfachen, alltäglichen Momenten der Präsenz und Verbundenheit, im Fluss des Lebens, der nicht durch das Bedürfnis nach Kontrolle oder Besitz belastet ist. Indem wir dem Universum vertrauen und dem Leben erlauben, sich so zu entfalten, wie es will, entdecken wir eine tiefe und dauerhafte Freude, die von innen herausstrahlt. In dieser mystischen Erforschung der Nicht-Anhaftung enthüllen wir die Geheimnisse eines Lebens in Freiheit, Präsenz und wahrem Glück.
Wir lernen, dem Fluss des Universums zu vertrauen, in jedem Moment ganz präsent zu sein und die Geschichten und Programme loszulassen, die uns nicht mehr dienen. Dies ist der Weg zur Befreiung, auf dem wir eins werden mit dem göttlichen Tanz der Existenz und mühelos mit den Strömen des Lebens fließen. Auf unserer gemeinsamen Reise durch die Geheimnisse der Nichtanhaftung beginnen wir zu verstehen, welch tiefe Freiheit sie uns bietet. Indem wir dem Universum vertrauen, erlauben wir uns, mit dem natürlichen Rhythmus des Lebens zu fließen, unbelastet von dem Bedürfnis, etwas zu kontrollieren oder sich an Ergebnisse zu klammern. Dieser Weg der Nichtanhaftung öffnet uns für tiefere Verbindungen, wahre Präsenz und die grenzenlose Freude, die aus einem authentischen Leben entsteht. Stellen Sie sich vor, die Ketten loszulassen, die Sie binden, in das Licht Ihrer wahren Essenz zu treten und die unendlichen Möglichkeiten anzunehmen, die auf Sie warten. Dies ist nicht nur eine Übung, sondern eine Art des Seins, eine Rückkehr zu unserem natürlichen Zustand der Harmonie mit dem Universum. Danke, dass Sie diese heilige Reise mit uns erforschen. Mögen Sie den Mut finden, loszulassen, die Weisheit, dem Fluss zu vertrauen und die Freude, ein Leben frei von den Illusionen der Anhaftung zu führen. Bis zum nächsten Mal leuchtet euer Licht weiterhin hell und umarmt die Magie und das Mysterium der Existenz. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schauen Sie doch mal in unserem Etsy-Shop vorbei. Wir haben einige einzigartige Artikel im Angebot, die Ihnen gefallen werden. Klicken Sie auf den Link unten, um mehr zu entdecken. Wir sehen uns dort.